So, da bin ich wieder. Folge 14. Tests, Tests, Tests und nochmal Tests. Eigentlich wollte ich keine Tests mehr machen, aber... Folge 14 übrigens, falls ich das gerade vergessen habe zu erwähnen. So, was haben wir denn? Wir haben... Okay, das ist abgefahren. Dash. Eine Kopie. Okay, das könnte nützlich werden. Widerstehe dem Prozess für 90 Sekunden. Echt cool. Ach, die kann man übernehmen während der Zeit. Ja, ich kann so angemacht. Waterfall. Waterfall. Waterfall natürlich. Finally a little privacy. Endlich mal ein wenig Zeit. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir wieder die Hauptgeschichte weiter. Zurück nach Cloudbank. Go, Justin. I'm good. Das glaube ich Ihnen nicht mehr, Monsieur. Zugriffscode abgehen. Stimmt, hier ging es noch weiter. Ach, hier war der Aufzug, okay. Der macht mich ja wirklich für eine Mikrosekunde unsichtbar. Okay, müssen wir doch hier lang. Doing this.
Autsch! Oh, das war knapp. Back there. Where'd everybody go? If I was the size of that thing, okay. I wouldn't hide from anybody. Er hat wieder seinen besoffenen Modus. Deactivator Pool. Was just the tail. Ja, anscheinend ist die Stadt infiziert worden von irgendwas. Dem bin ich mir immer sicher irgendwie. Highway Scanner. Nowhere to go but up. The process took care of everything behind us. Ja, wir haben aber nichts Neues, oder? Nee. Oder? Nee. Das sieht nach Arena-Kampf aus, oder irgendwas? Of course. I see the sign. Don't let the spine have all the fun. Oh nein, da kommt das Vieh schon wieder. Oh.
waren alle, oder? Dann muss ich ihn die Dinger kaputt machen lassen. Verdammt. Ah, wieder eine Fähigkeit verloren. Okay, ich habe eine Fähigkeit verloren, das ist nicht so geil, oh. Dann kann ich für die Not ja erst einmal... Pass mal rein zur Not. Zielperson nicht gefunden. Was fehlt denn? Was so das Ding fehlt. Ja, das brauche ich nicht. I say that already. Okay, zwei Wege. Ah, hier ist ein UVC-Terminal, ne? Wir sind wirklich ganz schön weit oben inzwischen. Hey, at least if we get through this. Er hat auch wieder seine normale Stimme. Monstrosität greift Brackett Towers an. Augenzeugen berichten von einem massiven Organismus im Zentrum von Cloudbank. Am 28.07. Okay. Von Amelia Garbur. We'll get to say we were there. Heute am frühen Morgen wurde im südlichen High-Rise-Bezirk eine schlangenartige Kreatur beobachtet, wie sie um die Brackett Towers wand. Während der Prozessausbruch in der ganzen Stadt Panik und Verwüstung verursachte. Die Verwaltung gibt bekannt, dass die Kreatur äußerst gefährlich ist und unter allen Umständen geschmiedet werden sollte. Das 18. Polizeirevier unternimmt maximale Anstrengungen, um die Kreatur von Wohngebieten wegzulocken. Alle im High-Rise-Bezirk verbliebenen Einwohner sollten das Gebiet umgehend verlassen. Hey, ich bin's. Bist du noch da? Bitte antworte mir. Da schreibt Red zu ihm sozusagen, weil sie ja sonst nicht reden kann. Also übrigens als super gute Idee finde, sowas reinzubringen, weil man sicherlich nicht das, keine Ahnung, die hatten wohl es ist halt ein Indie-Projekt, ne? Es ist ein Indie-Spiel. Vertonung kostet heutzutage. Stimme kostet. You always have a plan.
Was? Hello. Was zur Hölle? How did you get in there? Von der Menschen. This tower isn't going anywhere. You hear that, Spine? Was ist denn das für ein Vieh? You know what I hate worse than stairs? Nothing. Right now, nothing. You know, I have a theory about what's come over me. I think what's causing this. It's big. Real big. It's white. Nein. Red polka dots. Pointy tail. Was? Da ist ja noch ein zweiter! Sieht man halt nicht immer. Der macht sich unsichtbar, die Sau. Dafür kann ich das wieder auf B mitnehmen. Wir haben das hier noch. Warum habe ich... Ach nee, das habe ich ja drinne. Dann nehmen wir das Bouncen mal hier rein. Explosiver Effektbereich. Kann ich den... Ja, dann kann ich nur so mal mit reinpacken. Okay. Hä? Ich hab doch gerade 8 Kettenreaktionen. Könnte das hier eigentlich mal entfernen? Hier rein tun. Das ist ein wenig, das hier reinmache. Okay. Mache ich mal so. Ah, jetzt haben wir da auch eine Hintergrundgeschichte. Schomar Schassberger. Mr. Schomar Schassberger, den 12% der Bevölkerung als den am schwersten zu verstehenden Entertainer von Cloudbank betrachteten, arbeitete sich seinen Ruf durch zahlreiche absurde öffentliche Streiche und andere gewagte oder unbedachte Kunststücke. Aus diesem Grund erhielt er von seinen vielen Fans den Spitznamen der Magier. Er fand große Freude darin, in den emsigsten Vierteln Cloudbanks höchst ungewöhnliche Vorstellungen ohne Ankündigung zu geben.
Im Laufe der Zeit wurden letztere immer ambitionierter und gipfelten in seinem Versprechen, per Gleitschirm in einem Sperrgebiet von Goldwalk zu fliegen und es ohne behördliche Entdeckung zu Fuß gleich wieder zu verlassen. Tja, hat er wohl nicht geschafft. Ich guck mal eben auf die schlaue Uhr. Die schlaue Uhr sagt, es ist Zeit für einen Cut und den mache ich an dieser Stelle. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!